Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir wollen die SkyQ Mini heute mal anschließen. Jetzt muss ich mal gucken. Wo wir jetzt hier noch Strom abzwacken. Ich mops mir einfach den HDMI, würde ich sagen. Der macht jetzt hier sowieso Update vor sich hin. Lasse ich mal die Xbox an. Und mobs mir einfach nur Strom. Scheiße. Es geht ja gar nicht. Ich wollte ja über den Verteiler machen. Na, ich gehe mal woanders. Um euch das einrichten zu zeigen. Brauche ich aber noch was anderes. Alexa, wechselt zu Sky. Ich schalte zu Ski Show auf Cable. So, ich muss jetzt hier nur aufpassen. Und wo ist hier stumm? Da. Stumm. Und Menü aufmachen. Weil ich hatte schon oft, dass es dann irgendwie wegen Bildmaterial. Weiter da hinten geht's nicht. So, müssen wir so machen. So. So seht ihr den Fernseher. Ich kann euch auch ein bisschen zoomen. So. Ich habe leider keine andere Möglichkeit. Das rastet erst da ein. So, okay. Ja, dann machen wir vorher noch den Anschluss. Gedöns, so dass ihr das besser sehen könnt. So, wie gesagt, ich habe jetzt hier die Skybox dran, und zwar meine SkyQ Box. Wir nehmen jetzt den Kabel erstmal weg. Ich borg mir den HDMI aus und schließe den HDMI hier einfach mal an. So. Zack. Geht ja nur um die Ersteinrichtung. Damit ihr das sehen könnt, ist wirklich kinderleicht. Ist jetzt gerade noch ein bisschen hell. Wir müssen warten. Der erkennt jetzt erstmal das Gerät wieder, der TV. Der ist da ein bisschen penibel. Muss mal kurz warten. So, unbekanntes Gerät. Manuell. Achso, falscher Knopf. Falsche Fernbedienung. Manuell. Start. Setup-Box. Direkt am Fernseher angeschlossen. Weiter. Gigapür. 1 und 1 national. Ach so, das siehst du, der wird das jetzt auch so gleich anerkannt. Kam mit dem letzten Update mit. Da werden die Skyboxen wohl auch so dann anerkannt, also diese HDMI-Sticks. Also, ne? Astra, Datsun. Datsun hat ohne Box oder was? GigaTV HD Plus, Join. Join hat auch Red. Magenta, was gibt's denn da? Das war früher. Oder Pluto. Also so viel war das früher nicht. Sky Ticket, Fapu, so viel war das früher nicht. Sky Q, ja. Wir sehen ja hier schon Bild, mit dem kleinen Fenster. So,
Ah, doch, hat er was gemacht. Ja. Fertig. So. Jetzt sind wir hier über auf der Box. Ja. Und wir wollen jetzt verbinden über WLAN. Der sucht jetzt WLAN. Noch kein WLAN gefunden. Warum nicht? Ach, WLAN, ey. Ich wollte La doch WLAN. So, jetzt sind wir hier bei Fritzbox. Jetzt zeigt er uns die Netzwerke an, die wir haben. Odin ist mein Telefon. 2,4 GHz, 5 GHz. Wieder einfach mal 5 GHz. Jetzt gebe ich das Passwort ein. So. Ich habe jetzt meine Sky-Kundennummer, kann man es eingeben, oder Passwort. Ich habe jetzt einfach meine E-Mail-Adresse eingegeben. E-Mail-Adresse oder Sky-Kundennummer. Ich habe E-Mail-Adresse gemacht. Danach kommt das Sky-Kunden-Kennwort, also Passwort. Das habe ich dann auch eingegeben. Und ja, schon sind wir fertig. Die Fernbedienung ja, haben wir eigentlich schon eingerichtet, aber wir können es gerne nochmal machen. Das ist halt, ja, wenn wir halt 1 und 3 drauf richten, dann wird die Fernbedienung neu zugeordnet. Da ist sie. So. Und wir sagen jetzt einfach fortsetzen. Ich will jetzt, also jetzt könnt ihr da hier TV-Gerät suchen, um halt mit der Sky-Fernbedienung TV an- und auszuschalten. Das mache ich jetzt aber nicht. Weil meine Mutter hat, geht es ja sowieso nicht. Die hat ja einen anderen. Aber ihr könnt es ja gerne mal. Ich nehme einfach mal Samsung. Suchen. So. Ja, funktioniert. Ja. Ach Quatsch. Yamaha. So. Suche. Oh. Nein, neuer Code. Nein, neuer Code. Gut, der funktioniert. Sky-Fernbedienung ist nun funktionsbereit. Hinweis zum Jugendschutz. Fortsetzen. Du kannst die Receiver jetzt nutzen. Viel Spaß. Fertig. So einfach ist es eigentlich, Sky einzurichten. Also den Sky Q. Ihr habt ganz unten dann die Möglichkeit, Sky Q zu nutzen. Hier oben haben wir noch Apps. Ja, die können wir jetzt aber nicht ausblenden. Das seht ihr hier, die sind hier so drin, wie sie drin sind. Das ist das halt, was mich nervt, dass man die nicht anordnen kann. Und hier bei Apps oder so, dass man halt sagen kann, welche Apps man nicht nutzen will, dass man die rausschmeißen kann. Ja, hier. Kicker zum Beispiel. Die taucht hier an der Seite zum Beispiel gar nicht auf. Also die Mediatheken, das sind die Musik-Apps, hier ist auch Skystore mit bei Spotify, Vevo, Netflix bei Musik, achso, Unterhaltung, ja. Und dann haben wir hier noch Spiele. Warum auch immer man Spiele darauf haben wollen würde. Ja, aber es ist halt die. Ich hätte halt gerne, dass man jetzt hier rauf geht auf die App und sagt, diese hier, und die will ich dir jetzt installieren. Die will ich nicht haben oder nicht angezeigt werden sollen oder irgendwas dergleichen, weil ich habe die nicht. Ich habe dafür kein Abo, ich brauche die nicht.
Ich will die einfach nur komplett weghaben. Aber das geht leider nicht. Ach, Hilfe beim, jetzt bin ich so Hilfe beim Installieren, die ja nein, so. So. Aber das geht leider nicht. So, aber wir kommen jetzt hier so, zu MindSky. Beim ersten, also ich gehe mal komplett zurück, MindSky. Dann haben wir den ersten Punkt Einstellungen. Da haben wir Systeminfo, Einrichten und Barrierefreiheit. Einrichten brauchen wir nicht, haben wir ja gerade gemacht. Wir sind auch verbunden mit dem Internet und so. Und mit Sky sind wir verbunden. So, Systeminfo. Da haben wir dann praktisch die Hardware-Version und auch die Netflix-Version. Software, ja, können wir dann hier das sehen, die Haftungsausschluss. Und die Netflix-Version und Software-Version, da könnt ihr alle einblicken, was jetzt welche MAC-Adresse und was weiß ich. So, einrichten. Haben wir Netzwerk natürlich, Status bin ich jetzt verbunden, erweitert. Für erfahrene Einstellungen, ja, da könnte ich jetzt die IP-Adresse und so was manuell machen, brauchen wir jetzt nicht. Fernbedienung, können wir die Fernbedienung zuweisen, Bild und Ton. Da können wir Bild und Ton. Da unterscheidet sie sich jetzt zum Beispiel die SkyQ Mini zur SkyQ, weil wir haben eine maximale Auflösung. Also ihr müsst dann halt nicht OK drücken oder so. Ihr müsst dann einfach nach rechts drücken, um weiterzukommen. So. Haben wir vor eine maximale Auflösung von 1080p. Also wir haben 576p, 720p, 1080i, 1080p. Ich habe hier Stereo drin, habe ich besseren Ton. Das habe ich auch bei den anderen Boxen eigentlich drin. Mensch, jetzt ist er zu weit gegangen. Ihr könnt aber auch Dolby einschalten, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Dolby-Anlage dran habt. Tonverzögerung über HDMI, wenn ihr da über HDMI eine Tonverzögerung zum Bild habt, also die Dolby-Anlage gibt euch Ton und das Bild kommt dann halt zu spät oder zu früh, könnt ihr dann hiermit halt dann auch die Verzögerung rausmachen. Also anpassen. Und dann halt die Verzögerung für optischen Ausgang, wenn ihr jetzt, wie ich jetzt, einen optischen Ausgang habt und damit halt praktisch zur Soundbar geht, was ich ja nicht habe. Bei mir geht es über HDMI zum Fernsehen und vom Fernsehen mit einem optischen zum Dings. Aber da kann man dann auch noch mal ein paar ein bisschen einstellen, wenn man da noch Delay hat oder so. Und HDMI-Steuerung. Ja, da könnt ihr dann halt einstellen, ob ihr euer Gerät mit HDMI steuern wollt oder nicht. Das heißt halt praktisch, dass ihr mit eurer Sky-Fernbedienung die Soundbar an- und ausmachen könnt oder beziehungsweise Fernsehen mit an- und ausmachen könnt und halt Soundbar laut, leise und so was alles, dass ihr dann halt nicht drei Fernbedienungen, sondern nur diese eine habt. So, Voreinstellung, Autoplay. Kommt dann, dass dann halt automatisch die nächste Serie immer, also die nächste Folge immer automatisch kommt, wenn ihr Serie guckt in der Mediathek. Tonspur Deutsch, Untertitel aus, Standard-TV-Kanal aus. Ja, da ist dann halt entweder fängt, wenn er ausmacht, ist er immer auf Kanal 100, wenn er anmacht. Ich hab's aus, denn ich bin bei ProSiebenMax, glaube ich, gerade drin und wegen One Piece halt. So. Dann haben wir die Barrierefreiheit. So, Sendung im TV-Guide kennzeichnet. Aus. Können wir sagen Untertitel. Hoher Kontrast. Schwarz-Weiß-Modus. Das wäre dann halt so. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt, weil dann sieht das Menü schwarz aus. Ich kann euch das mal zeigen. Also da ist das ganze Menü schwarz, finde ich jetzt geil. Aber ist halt dann halt so. Auch unten mit dem schwarzen Feld und so. Ist auch nur für das Menü halt. So, aber wir machen mal den normale wieder rein.
Also das ist halt die Darstellung von der Oberfläche halt. Also nicht von den Sendern hat mit den Sendern und mit dem TV, also welche, was ihr wie guckt, das hat das nichts zu tun. Das ist wirklich nur die Oberfläche. Dass das dann halt so aussieht. Das ist dann halt zum Beispiel abends dann nicht so hell. Wenn man das macht, dann ist es dunkler, dann ist es halt ein bisschen schoner für die Augen. So, dann haben wir unter Einstellung dann den Jugendschutz. Den Jugendschutz können wir uns hier einrichten. Wir geben jetzt hier einfach unseren Sky-PIN ein, unser Passwort. So, und da haben wir hier Standard. Und das heißt, Sendezeitabfrage ab 12 von 6 bis 12, 16 von 6 bis 22 und 18 von 6 bis 23. Wir machen hier individuell und wir machen hier ab 12 raus. Ab 16 soll abgefragt werden. Individuell. So, und dann halt rund um die Uhr. So. Weil die Kinder sind alle fast 16 und deswegen ist damit alle da abgesichert. So. App-Sperre. So. Wir können jetzt hier die Apps sperren. Das Mediathek können sie nutzen. An, dann an. Disney Plus brauch, können sie ruhig nutzen. Da muss ich alles nur einrichten. Kika, Netflix. Da haben sie ja die Kinderprofile. Informationen. Das sind die normalen Informationen. Favoriten. Hier können wir Favoriten einrichten. Können wir jetzt sagen, was wir als Favoriten haben wollen. Und dann haben wir hier auf der Fernbedienung eine Favoritentaste. Und da können wir dann halt unsere Favoriten, das haben wir zum Beispiel anstatt 1000 Sender, haben wir da 10 Sender drin, die wir regelmäßig gucken, wo wir dann halt schneller hin und her schalten können. So, dann haben wir Hilfe, das geht dann alle das gleiche Video oder halt Hilfeportal. Zuletzt gesehen ist hier jetzt noch nicht drin, ist ja neu, ist ja noch nicht. Richtlinien, da haben wir dann Jugendschutz, Impressum und sowas alles. Und Logout, da würde ich mich dann ausloggen. Wollen wir jetzt natürlich nicht. Wir wollen ja drinnen bleiben. So. Also eigentlich im Prinzip jetzt kinderleicht. Und dann haben wir hier oben Home. Ist dann halt hier so der Guide, wo wir jetzt gerade sehen, was hier gerade aktuell am besten läuft. So, dann ist der richtige TV-Guide hier. Da haben wir dann entweder alle Sender, Favoriten, HD, Unterstützung, ja, Serien, Sport, Dokus, Kinder, was weiß ich. So, da, ach so, nee, ich bin ja hier nicht bei Sky, bei ProSiebenSat.1, weil hier ist ja kein ProSiebenSat.1 drauf. Wir haben jetzt hier nur die Sky-Sender. Discovery, das erste, ZDF und das ist auch alles in HD, One und so. Also ich weiß nicht, wer das guckt. Meine Mutter halt ab und zu, aber so Scheiß gucke ich nicht. Datsun HD, Datsun 2, Eurosport. Also sind hier alle drin, aber wir haben ja diese Pakete gar nicht. Ja, und dann kommen wir schon wieder hier zu ZDF Info. RBB, ja, da werde ich meiner Mutter dann auch wieder hier Favoriten anlegen und dann sind wir hier schon wieder bei Kanal 100. Damit fängt aber an bei Sky. Ja, wir haben halt kein RTL Sat.1. Favoriten, HD, so. Dann haben wir hier Serien. So, da können wir auch alle Serien sagen oder nach Generis oder Netflix oder ganze Folge. Ja. Disney Plus müsste, glaube ich, auch angezeigt werden. Ja, der hat noch nicht alles. Also die Netflix habe ich hier das Passwort noch nicht eingeben. Ja, und bei Empfehlung, da haben wir dann alle Serien. Da haben wir dann hier die ganzen Serien, die wir durchforsten können und gucken können, was bei Sky drin ist.
Genau so ist es mit Filmen. Wir sind halt von den verschiedenen Cinema-Sendern und dann halt hier noch Haufen Filme. Wir können aber auch ganz einfach, wenn wir jetzt hier einfach mal die Sprachknopf drücken, ja, von der Fernvideo und dann sagen, Discover Your Bitches. Genau, dann kommen wir dann hier zu Discover Your Bitches. Da ist jetzt die letzte Folge gekommen. Staffel 3. Demnächst im TV. Ähnliches. Ja, Folge 7, die habe ich ja schon geguckt. Die kam ja gestern schon. Den Samstag kommt die Wiederholung. So, und wenn wir jetzt hier auf Staffel 3 gehen, so, da haben wir dann hätte ich die Folgen. Normalerweise ist es dann nebeneinander, wenn, manchmal, und manchmal halt untereinander, wenn abgedreht ist. Aber das Ende ist halt von der Serie nicht so. Es wird zwar alles aufgeklärt, aber enttäuschend. Ich habe gedacht, da kommt noch eine große Schlacht, irgendwas Tolles oder so. Irgendwas, die Kinder können irgendwas Spezielles oder irgendwas, aber nichts. Langweilig. Ja, oder ihr guckt. Paw Patrol. Da kommen wir dann halt zu Paw Patrol. Im Sky Store. Das ist der Kinofilm. Da kommen wir dann direkt zum Sky Store. Da muss ich jetzt einen PIN eingeben, wollen wir jetzt nicht. Ja, oder hier auch Sky Store, Paw Patrol. Und hier bei Nick Junior. Da können wir gucken. Oder halt hier unten haben wir dann halt die Mediathek. Weil guckt jetzt meine Tochter total gerne. Obwohl momentan eher in einem Land vor unserer Zeit. In einem Land vor unserer Zeit. Ja, ist kein Ergebnis. Wenn wir jetzt sagen, One Piece. In einem Land vor unserer Zeit. Dinosaurier. Ja, da kommen wir dann halt zu was mit Dinosauriern. So. Jetzt mache ich hier mal kurz den Receiver aus. Jetzt zeige ich euch noch die Sky Q. Box. Ach, komm her. Also die große. Also mit dem Jugendschutz haben sie schon gut gemacht. Im Gegensatz zu früher. Da war das halt nicht möglich mit dem manuellen. Da konnte man dann halt, da war das halt auf 16 oder so. Und egal welche Uhrzeit, immer 16. Und wenn du alleine lebst oder so, oder mit Kindern, die 16 sind, dann kannst du ja alle ab 16 bis 16 freigeben. Da brauchst du nicht einmal einen Jugendschutz eingeben. Da musst du nur für 18 halt einen Jugendschutz eingeben. So, manuell. Start. Setup-Box. Direkt am TV. Weiter. So, und jetzt suchen wir hier Sky 2. Ist richtig. So, der arbeitet jetzt. Dann kann ich schon mal die Box wegpacken. Dann kann ich die nämlich nachher gleich zu meiner Mutter bringen. Da wird die sich freuen. Mit ihrer Ersatzfernbedienung. Da wird sie sich noch mehr freuen. Dass sie wieder die ganze Fernbedienung hat. Bei der Sky Q-Box halt im Schlafzimmer. So, wo war denn die Fernbedienung? Das ist diese hier. Hier rein. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt hat er das gemacht. So. Machen wir mal gleich das Menü an. So.
Muss nur hier das wegpacken. Aber wie gesagt, ich werde doch mal ein Video machen, was mir bei Sky jetzt gefällt mit den neuen Updates und was Sky unbedingt, das werde ich wahrscheinlich auch im Anschluss dann auch machen, heute Abend oder so. Wenn ich denn, oder wenn ich die, während ich die ganzen Videos bearbeite nachher. Weil das da, also die haben schon einige Sachen verbessert, aber ich verstehe, dass Sky halt die Leute wegrennt. Weil viele halt nicht mehr linear gucken, dafür haben sie ja Sky Ticket gemacht. Aber meine Mutter guckt halt noch lineares Fernsehen, kennt halt einige, die noch linear gucken. Und aber auch Netflix und sowas gucken. Und halt gerne halt ein Gerät hätten, wo alles drauf läuft. Und da muss Sky halt noch nachbessern in der Übersicht. In der Übersicht und in der Bedienung. Da muss einiges noch geschehen. Das geht so nicht. So. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, auf der Sky Q-Box. Gehen wir ganz nach unten zu Einstellungen. Oder warte mal, wir gehen mal schnell zu Serien. So, kürzlich hinzugefügt, das ist halt kürzlich hinzugefügt. Oh, Primal, gut. Oh, ach, den habe ich mir verloren. So. Hier haben wir jetzt zum Beispiel noch die RTL Plus App mit dazu bei Sky Q. Ich glaube, die wird aber bei der Mini auch noch nachgelegt. Denke ich mal. Ja, dann haben wir den Sky Store, YouTube. Ja. Aber, so. Signal und Verbindung ist da. Info ist da. So, mein Sky. Eigentlich Barrierefreiheit. Halt logischerweise auch. Untertitel für Hörgeschädigte haben wir hier. Hoppala. Energiesparmodus habe ich aus. Receiver schaltet sich nach 5 Minuten aus. Also, Strom, Standard, Aufnahmen können nicht über Sky Go programmiert werden. Ja, das ist halt das Wichtige. Standby-Modus, Update, Inhalte werden heruntergeladen, sobald sie verfügbar zur Verfügung stehen. Ja. Mein Sky ist halt mein Sky. Jugendschutz ist Jugendschutz. Das habe ich euch hier gezeigt, dass man das anpassen kann. Hier fehlt doch noch was. Einrichten. Ach so. Ja, ich habe das Einrichten übersehen. Mein Sky Einstellung System. So, Status habe ich euch ja gezeigt. Mit Netzwerk und alle drum und dran. So, Status-Info. Da sind ja die ganzen Infos, Update-Version und hast du gesehen. Einrichten. Ja, da drücken wir einfach rauf und dann kommen wir zu Netzwerk. Da ist ich verbunden mit Internal, erweitert. Für Anwender, so, Fernbedienung brauchen wir jetzt nicht zuweisen. Hier haben wir auch Bluetooth. Wir könnten jetzt Bluetooth hier machen, dass wir halt Bluetooth-Lautsprecher mit aktivieren oder sowas. Bild und Ton habe ich hier jetzt eingestellt. 4K. Und dann können wir halt hier einstellen 10-Bit, 8-Bit. Wir können auch sagen ermittelt. Setup erfordert. Weiter geht's mit Haus.
Bildschirmauflösung für Ultra HD festgelegt. Festlegen. Ultra HD unterstützt 8 bis 10. Und ich habe auf Ermitteln gemacht. Wenn du nicht sicher bist, wähle Ermitteln. Wir können halt natürlich 8 Bits können wir machen. Oh, dann wir haben Bild bestätigen, ja. Jetzt müssen wir kurz warten, wir fliegen dann gleich wieder zurück. So. So, Haussymbol drücken, zack. Einstellungen. So. Einrichten. Bild. So, jetzt sind wir auf 8 Bits. Wir 4K. So, ich sag jetzt einfach mal 10 Bits. Von manuell, also nicht automatisch. Ich wähle es jetzt selber. Ich sehe, dass ein Bild kommt. Sage bestätigen. Haussymbol. Da kommt man wieder direkt zurück. Also wählt am besten, wenn ihr das nicht weißt, wenn ihr das nicht wisst, bei Einrichten, bei Bild. Ja, dann wählt am besten automatisch und dann macht er das. Also hier haben wir halt 576p, 720p, 1080i, 1080p und 2160p UHD. Ja, also ist nicht 4K, ist UHD. 4K ist nochmal, da sind nur ein paar Pixel mehr. Aber hier unterschreiben sie wenigstens richtig und nicht falsch. So, ich habe die Einstellung auf Stereo. Ich könnte auch Dolby Digital oder Dolby Digital Plus machen. Mit Stereo habe ich aber die besten Erfahrungen gemacht bei verschiedenen Serien und Filmen, dass dann wirklich der Ton sich immer gut anhört und laut. Bei Dolby ist bei manchen älteren Sachen halt so ein bisschen Problem. Und weil ich nicht immer hin und her stellen will, habe ich das halt so. Bei Audio-Einstellung, ja. Also es sind nur die Einstellungen. Ja. Bei Ausgang, für den optischen Ausgang habe ich natürlich Dolby Digital drin. Das sind die für die Fernsehboxen. Weil da habe ich jetzt Dolby drin, da könnte ich dann halt auch auf Stereo machen. So. Verzögerung für HDMI und Verzögerung für optisch, kann man halt eine Verzögerung machen. HDMI-Steuerung an, klar, ich will ja auch weiter steuern damit. Optimiert das Bild. Ja, habe ich auch an. Apps von Drittanbietern reibungslos nutzen. Wenn bei Apps-Inhalte Drittanbieter schwarze Bildschirme erstellt, müssen Sie Gerät einschalten. Okay. So, haben wir hier noch Satellitenempfang. Satellit ist verfügbar. Signalstärke 72, Signalqualität 90, Typ LNB, Single LNB. Voreinstellung ist jetzt hier UHD. Ja, könnte auch auf HD oder SD, aber ich will halt bevorzugtes Format ist bei mir UHD. Autoplay ist an, Deutsch, Untertitel aus und TV-Guide an. Barrierefrei ist halt, da können wir halt wieder auch hier mit dem Schwarzen einschalten. So, und da würde das Menü halt schwarz aussehen. Aber ich finde mit dem Blau eigentlich ganz schicki. So, Energiesparmenü haben wir hier noch. Wähle deine Energie. Ich habe halt so. Ohne was. Jetzt ausschalten. So, wenn ich ausschalte, dann drücke ich halt einfach einmal den Powerknopf. Und dann leuchtet bei mir. Hoppala, da unten halt dieser blaue Ring. Was eigentlich bei meiner Mutter an ihr Raspberry Pi in Q ist. Bei mir ist es halt ein Ring und Einschalten funktioniert auch sehr schnell. Jetzt beim Einschalten leuchtet dann, wenn er an ist, bei mir das Sky-Logo. Das ist bei einigen umgedreht, das Sky-Logo leuchtet, wenn er aus ist, an ist, aus ist und wenn an ist, ist dieses Sky-Q-Symbol.
Aber bei mir ist es halt so. Ja. Und das läuft auch ziemlich schnell an, seht ihr ja, ohne Probleme. Das sind so halt so die Unterschiede zwischen SkyQ Mini und SkyQ. Fazitvideo kommt noch dazu. Oh Gott, jetzt muss ich mir erstmal aufstehen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Meine Mutter wird sich freuen, dass ich die Skybox dann jetzt anschließen kann bei ihr. Wir sehen. Das mal, ich mach mal so. Sieht ein bisschen freundlicher aus. So, ich würde sagen, wir sehen. Also, das ist ein Bild da oben. Ist auch beleuchtet, ist aus Holz. Nicht, dass euch wundert, warum der Controller so groß aussieht. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wieder, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.